Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2 Remastered. Wir stehen kurz vor dem Endkampf, zumindest glaube ich das. Wir müssen jetzt nur noch durch die Schleuse. Mal schauen, was uns da erwartet. Wird schon schief gehen, wie immer. Na? Und raus geht's. Eventuell finden wir da draußen noch ein bisschen Adam. Muss ich einfach noch ein bisschen umschauen. Ja, nee. Ich glaube, wir springen da jetzt einfach mal nach unten. Oh, lebst du noch? Nee, oder? Alpha-Serie. Oh, da könnten wir raufgehen. Aus der Zeit, als ich noch geschäftlich hier zu tun hatte, weiß ich, dass diese Oxy-Field-Station da draußen nur ein getarnter Eingang in einen geheimen Gang ist, der nach unten führt. Wenn Lam Eleanor hier irgendwo vor dir versteckt, dann wahrscheinlich dort. Woher weißt du das? Was hast du alles gemacht? Oh, ziemlich dunkel. Ich glaube, ich hätte gern eine Begleitung. Na, eine Begleitung? Okay, ich krieg keine Begleitung. Geil. Scheiße. Na? Scheiße, ich mag's nicht, wenn es so dunkel ist. Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Kommen Sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. Ach nö. Fuck, ich probier's jetzt nochmal. Abpacken, Witterblast, Sicherheitskommando. Yes. Gern zweimal. Wow, wow, fuck, fuck. Komm, jetzt gerade ein bisschen Angst gehabt. Was bist du? Holding Cells. Machst du Licht? Scheiße. Okay. Wärme suchend. Guten Tag. Oh, da gibt's noch mal Upgrades. Oh, aber ich habe kaum was. Dich tun wir gerade schon mal hacken. Fuck. Komm, komm. Fuck, 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 fuck. Scheiße, 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 scheiße. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Nein, ich lauf weg, ich lauf weg. Tschüss, 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 tschüss. Komm, schwirrt ab. Ah, Scheißteile. Wo muss ich überhaupt hin? Fuck. Okay, ist im Arsch. Aber wo ist der zweite Lichtschalter? Ist das irgendwo hier? Oh ja. Oh Mann, bitte. Ich hasse es, wenn es dunkel ist. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Sophia und ich wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen, mein Freund. Wir brauchten einen Wirt für all das Adam, Raptures hellste Köpfe, ein williges Subjekt, also mich.
Was kommt jetzt? What the fuck bist du? Das, was Sie in dem Tank gesehen haben, war tatsächlich ich. Ich befürchte, das Schicksal von Eleanor Lamb wird nicht so körperlich greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter für Tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu, mich auszuschalten. Aber zuerst müssen Sie genug Pflanzen voll Adam beschaffen, um mich herauszulocken. Die Schnecken ernähren sich von dem Stoff und er ist jetzt alles, was ich will. Ich habe Ihnen eine Probe hinterlassen, damit Sie wissen, wonach Sie suchen müssen. Okay, Adam, das ist die Pflanze. Nein, nein, meine angesehene Stellung wirst du niemals einnehmen, du mieser Verräter. Ach nö. Ach, gleich zwei von euch. Mann. Komm, schießt auf ihn. Nice. Wo ist der zweite? Hör zu, mein Junge. Diese ganzen Schlüssel, die du beschafft hast, sind alle genetisch kodiert. Nice. Und um an Lamp ranzukommen, brauchst du einen vom guten alten Gilda drin. Aber der Reihe nach. Zuerst müssen wir ihn ruhig stellen. Such die Pflanzen, die er erwähnt hat, und lock ihn da raus. Ich will das aber eigentlich gar nicht. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Ach, wisst ihr was? Das lasse ich jetzt erstmal. Danke, sehr gut. Also, was haben wir hier? Ist das eine Pflanze? Nee, oder? Ah, und ich sehe die Kamera-Action mal wieder. Wo ist die Kamera? Ach, da ist die Kamera. Okay, diesmal mal wieder hacken. Hackpfeil. Wo ist das? Und einmal und zweimal. Okay, wir gehen hier auf die normale Munition. Moin, das nämlich brauche ich ein bisschen eher als wie du. So eine ganz große Kacke, ey. Tja, das ist das Ende der Alpha-Serie. Die Paarbindung funktionierte einfach zu gut. Diese irre Tannenbaum hat sich gegen die Firma gestellt und einige der Sisters wieder zu Menschen gemacht. Andere fielen Splicern zum Opfer. Jedenfalls war das Trauma zu viel für die jeweiligen Protektoren. Und das führte dazu, dass sie randalierten oder ins Koma fielen. Wir können ihre selbstmörderischen Tendenzen zügeln, aber das war's dann auch, fürchte ich. Heute habe ich einen in der Nähe eines Gatherers Garden knien sehen. Er hat geweint. Was? Keine böse Überraschung hier drin. Ja, doch, natürlich. Wir können dich doch in deinem Zustand nicht in den Labors herumrennen lassen. Na, super. Und wer da was kommt jetzt? Oh, scheiße. Wow! Komm, stirb, 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 stirb. Holy shit. Das ist der erste Anfang von dem, was noch kommen wird. Haben wir noch einen zweiten Big Daddy? Oh nee, das wollte ich nicht. Scheiße. Ah, toll. Reaktivieren. Bitte, danke. Diese armen Teufel. Was für ein Leben.
rummarschieren und den Daddy spielen, bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen. Und wenn sie da nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig. Und es bleibt ihnen nichts mehr, als zu schreien. Nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst. Dein Körper beginnt, sich selbst zu zerstören. Der Drang, Eleanor zu finden, wird dich in den Wahnsinn treiben oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Raptures größten Sünden. Und doch gibst du nicht auf. Warum nicht? Oh, und Nelly, das ist da. Alles klar. Schießt er jetzt auf mich? Oh. Fuck. Okay, wo ist der andere? Ach, da. Okay, Munition. El Amonizo. Einmal hacken, bitte. Bitte geht's nicht schief. Oh, no. Oh, besten Dank. Also, ich hätte gerne mal Schrot. Ne, 50er Kugeln hätte ich gerne ganz viele. Und dann habe ich schon kein Geld mehr. Okay, andere Seite. Ich wäre nicht schlecht. Was haben wir hier? Alles mitnehmen gerade. Und zur Sicherheit nochmal speichern. Für den Fall, dass das Spiel abschmiert. Und das hat es bis jetzt eh nur einmal gemacht. Ich bin eh ganz froh, dass es jetzt relativ stabil läuft. Und was haben wir hier für Überraschungen? Kann es in der Ewigkeit heiß oder kalt sein? Ich bin soll einen Schaden. Haben wir jetzt alle? Okay, alles einsammeln, was ihr wieder dabei habt. Oh, was zum... Ah, ich kann nicht hacken. Ja, dafür mache ich die jetzt lieber kaputt. Naja, da gehen wir jetzt mal noch nicht rein. Ich hack mal dich mal wieder. Für gratis Zeugs. Na, fuck. Fuck. Das war eine dumme Idee. Nein. Ich laufe jetzt mal hier weg. Lauf mal gerade mal zur Abschaltung. Tschüss. Ich glaube, die war irgendwo da hinten. Ich glaube, bis ich da bin, ist sie schon wieder vorbei. Wo ist das Abschaltungsding? Gerettet von mir. Scheiße, komm. Okay, vorbei. Ah, das war dumm. So, ich hole mal wieder meine eigenen Kollegen. Ja, Moinchen. Jetzt haben wir wieder keine Spezialfähigkeit. Ah, nice, Fallmiete. Oh, noch eine Little Sister. Nee, ich will keinen Stress mit dir. Keine Zeit zum Spielen, Mr. B. Was ist hier? Hier hat man
man die Bindung zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt. Du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat. Okay, eine noch. Es war ihr nicht bestimmt, einen Vater zu haben, Delta. Sie sollte die Erbin meines Lebenswerks werden. Und hier hat man sie verändert. Hier hat man sie an dich gebunden. Das Kind, das sie einst war, starb in diesem Raum. So abgefuckt. Hab meine Kamera auch so hacken können. Aber ich glaube, ich muss hier runter. Ich weiß, wer du bist und ich weiß, dass du da drin bist. Du machst mir keine Angst. Ja, dann mach auf. Haha. Was zum... Oh, Sicherheit. Oh. Alter, nerv nicht. Was zum... Geil. Ja, nee. Oh, da ist die Vita Chamber. Wo ist jetzt die letzte Pflanze? Oh, Nase juckt, Entschuldigung. Ah. Okay, also hier geht's wieder raus. Oh, ich konnte es. Oh, hallo. Ja, und jetzt kommen natürlich die Gegner. War ja klar. Okay, Kumpel, es wird Zeit, die Fische zu füttern. Geh zurück zu Alexanders Tank und wirf die Pflanzen rein. Oh, Panzerbrechen, das ist immer richtig gut. Armer Gilbert, es war sein Wille zu sterben, Delta. Um der Allgemeinheit zu dienen, indem er sie vor seinem Wahnsinn schützt. Deine ganze Mission hier basiert auf deiner Weigerung, ebenso zu handeln. Eve. Maximal, was gerade geht. Und wirst du ihm seine Bitte gewähren? Wissend, dass er dem Kollektiv gedient hat? Ja, muss ich wohl, oder? Wiedergeburt, hm? Klar, man lebt ewig. Aber ohne den Körper. Ich mag meinen Körper, mein Junge. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass meine Erinnerungen und meine Persönlichkeit im Kopf eines heiligen Kindes gespeichert werden. Wie irgendwelche Bücher, die in einer Bibliothek herumstehen. Ach, nö. Alter, wie viel Big Daddy ist denn eigentlich noch? Passt, fertig. War noch den Splicer da oben. Wo ist er denn? Da. So, und jetzt beginnt die Party. Ach nö! Alter, nein. Es macht keinen Spaß. Oh, eventuell kann er mir dann helfen. Wenn er mit angegriffen wird. Ich bin ein braves Mädchen, Mr. B. Hallo. Behältersystem für Tiefseelingsformen online. An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Geleiten Sie ihn vom Firmengelände. Ach. Ich würde nicht. Ich werde wieder. Bleibst du nicht jetzt auf? Nein. Oh, fuck. Okay, immer schön bewegen. Nice. Und einsammeln. Fuck, 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 fuck. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Und einsammeln. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Wow, holy shit.
Fuck. Fuck. Ja, greif ihn an. Nice. Ach nee. Warum? Scheiße, ich muss hier weg. Fuck, ich hab keine Munition mehr. Nein. Fuck. Alter, nein! Alter, wer denn noch? Haben wir's jetzt? Du willst mich überlisten mit dieser. Okay, speichern. Holy shit. Almosen? Diesem hanebüchenen. Ich verfluche dich, Delta! Perfekt, okay. Mein Junge. Du hast ihn am Haken. Benutze jetzt die Konsole, um ihm eine DNS-Probe zu entnehmen. So sollte automatisch ein Genschlüssel hergestellt werden. Wo mache ich das? Ach, hier. Okay. Alter, wie eklig. Kann ich dich auch töten? Hauptsteuerung. Du hast den Schlüssel zu Lambs Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxyfill-Station zu gehen und ihn benutzen. Kann ich dich auch umbringen jetzt? Es ist vollbracht. Mit dem Druckknopf zur Entsorgung der Proben auf der Bedienpaneele vor Ihnen schicken Sie einen massiven Stromschlag in den Tank. Mehr als ausreichend, um mich zu töten. Egal, was ich sage, um Sie davon abzuhalten, hören Sie nicht auf mich. Der Mensch, der ich einmal war, existiert schon lange nicht mehr. Während mein Geist erlischt, muss ich an das Leid denken, das Eleanor wird ertragen müssen. Und Mitleid übermannt mich. Aber ich kann nur meine Gebete anbieten. Vielleicht können Sie nach meinem Tod mehr ausrichten. Und jetzt bitte ich Sie, mir Frieden zu schenken. Leben Sie wohl, mein Freund, und meinen aufrichtigen Dank. Alles klar, mach mal. So, und jetzt holen wir uns mal die Little Sister da. Na, komm her. Und ich will mal ausbeuten. Tut mir leid. Ah, hoffentlich kommt jetzt nicht noch Big Mama, weil munitionstechnisch schaut es gerade schlimm aus. Ja, doch, sie ist natürlich wieder da. Wir machen einen Abflug. Ja. Wir gehen. Tschüss. Puh.
Kommt ihr jetzt auch nach draußen? Das ist die Oxyfil-Station, Chef. Aber lass dich von der Fassade nicht täuschen. Das ist der Eingang. Benutz jetzt den Schlüssel. Ah, da hinten, alles klar. Ach man, ich will jetzt nicht gegen eine Big Sister da. Bitte nicht. Ich hab doch kaum Munition. Elinors Zustand könnte sich letztlich als Segen erweisen. Frühere Splicing-Tests ergaben null Genschäden aufgrund ihres Zustands als Little Sister. Es scheint, dass sie... Tja, so viel dazu. Hoffentlich, hoffentlich kommt jetzt die Big Sister nicht vorbei. Bitte lass mich Glück haben. Bitte, 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 bitte. Sei nicht so intelligent und bring sie damit runter. Ist das jetzt das Letzte oder kommt um einiges? Persephone, wir sind endlich da. Finde Elinor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Ich dachte, ich habe schon gegen ganz Rapture gekämpft. Gegen die Wahnsinnigsten, die hier so da sind. Vor allem, wie sollten die anderen ja auch hier runterkommen? Ich möchte eine andere Waffe. Niete. Okay, da haben wir schon mal einen Safe. Wow, cool. Ich glaub, hier war schon länger keiner mehr, oder? Eve, nice. Na, haben wir wieder ein paar Leute hier? Vater, komm schnell! Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Ja, ich versuch's, ich versuch's. Oh, what the fuck? Ich frage mich, Delta, weißt du, warum du hier bist? Hast du überhaupt eine Ahnung, was meine Tochter dir gegeben hat? Wenn ich dich jetzt so ansehe, beneide ich dich um deine Unwissenheit. Upgrade. Was machen wir? Ladestreifen, größere Granatwerfer, Immunität gegen Granatwerferschaden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wahrscheinlich größer für Schrotflinte. Erhöhte Harpunen, Zoom. Du glaubst hier auf Bohrerschaden. Oh Mann, jetzt habe ich es nicht komplett gehört. Adam's Home. Soll ich es hacken? Was bist denn du? Oh, Minigeschütz aufheben. Kann ich nicht. Okay, tu nochmal speichern. Und dann wird gehackt. Oh, ich glaube, eine Big Sister kommt da. Na, fuck. Na. Jetzt wird der immer schwieriger. Okay, schwere Niete, Fallen Niete. Boah, Treibstoff, Schrot. Alles, was gerade geht. Ach, da wäre der Botschaft da gewesen. Okay, was haben wir hier für eine Kacke? Alter, das sieht echt heftig aus. Was für ein Shit hat sie hier gemacht? Persephone, die geheime Heimat von Sinclair Solutions. Ich habe gegen Ryans Vision von der großen Harmonie gewettet. Hab ihm einen abgelegenen Ort geboten, wo er die hinschicken konnte, die nicht ins Konzept passten. Und jetzt sitze ich in meinem eigenen, privaten Think Tank. In Utopia sollte es eigentlich keine politischen Gefängnisse geben müssen, oder? Aber wenn man so lange dabei ist wie ich, dann riecht man schon, was kommen wird. Und wo
sich ein Geschäft auftut. What the fuck? Was war denn das jetzt gerade? Quarantine Area. Holy shit. Das ist siehst du das? Mein Junge. Eleanor Lamb. Egal, was du jetzt empfindest, jetzt geht's ums Ganze. Mach diesen Käfig auf. Sie kommt mit uns. Quarantäneverriegelung wird deaktiviert. Bitte warten. Wie wird sie uns in Erinnerung behalten nach diesem Moment? Ich habe meine Schachzüge ausgeführt, wie erwartet, und du auch. Ist es das, was sie gehofft hat? Mutter und Vater sehen sich über sie hinweg in die Augen. Doch wir sind immer noch blind. Leb wohl, Subject Delta. Und fasse Mut, denn zumindest du bist deinem Vermächtnis entkommen. Okay, wer kommt jetzt? Ah, Big Mama. Oh, zweimal gleich. Fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Soll ich denn das überstehen? Fuck. Scheiße, 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 scheiße. Ah, toll. Oh, Vita Chamber. Geht gerade wieder weiter. Okay, alles klar. Na toll. Das wird jetzt noch ein paar Mal passieren, glaube ich. Na toll. Ja, okay. Und dann geht's gerade wieder rein. Hey. 2-1 ist unfair. So, komm her mal. Geil. Selber ausgemietet. Wie oft kann ich das machen mit der Vita Chamber? Oh. Du magst noch gar mal nicht hören mehr. Ach man, das macht aber keinen Spaß. Ah, stimmt, der Herbert ist rot noch. Scheiße. Fuck. Ah. Komm, ein bisschen noch. Was? Nein, ich will keinen Film machen. Ja, tut mir leid, Leute. So war es nicht geplant. Komm her. Sieh das letzte Modell der Big. Ich glaube, die haben schon ganz genau gewusst, warum sie da. Oh. Nein. Ah, wechsle ich ständig die Waffe. Ich will. Ah, Spiel. Kontakt mit dir. Wärme sucht. Okay, wo bist du? Bitte lass es der letzte Kampf sein. Niete, schwere Niete. Machen wir das mal. Hallo. Oh cool, bist du tot?
Wo ist die andere? Ja. Beeilung jetzt! Die Quarantänekammer wartet auf dich! Geh rein! Ja, ich komm ja schon. Dein Signal reißt ab, Junge! Ich sehe und höre nichts! Irgendwas in dem Raum blockt mich ab! Ja, vermutlich meine Tochter hier. Sieh sie dir an, Delta. 10 Jahre und immer noch träumt sie von dir. Noch 50 Sekunden. Weißt du, warum Eleanor dich hergeholt hat? Sie wollte einen Vater. Sie hat einen Weg gefunden, dich wiederherzustellen. Körperlich und geistig. Und sie hat dich ständig beobachtet. Und sie vergötterte dich für jede deiner Taten. Das Mädchen da auf dem Bett ist nun nicht mehr meine Tochter. Auch nicht mein Lebenswerk. Sie ist ein Monster, geformt alleine durch dich. Wie sie es immer wollte. Noch 20 Sekunden. Aber ein Detail der Bindung zwischen euch ist ihrer Aufmerksamkeit entgangen. Dein Körper ist darauf ausgelegt, ins Koma zu fallen, wenn ihr Herz aufhört zu schlagen. Eleanor, vergib mir. Alter, was? Nein! Nein, das ist jetzt nicht wahr. Nein. Sein Körper stellt jetzt seine Funktionen ein, auf natürliche Art. Aber wenn er an einem Trauma stirbt, taucht er irgendwo wieder auf. Höchste Sicherheitsstufe zu jeder Zeit. Niemand betritt diesen Raum, bevor er gestorben ist. Alter, wir waren so nah dran. Ich bin es, Eleanor. Es tut mir so leid. Mutter hat mein Herz angehalten, lange genug, um unsere Bindung aufzulösen. In meiner Nähe zu bleiben, rettet dich nicht mehr vor dem Tod. Oder noch Schlimmerem. Aber ich kann dir trotzdem helfen, zu entkommen. Diese Little Sister hat etwas für dich, das dir erlaubt, sie unter deine Kontrolle zu bringen. What the? Ach, die sehen das gar nicht so kaputt. Du hast so eine Kontrolle, wenn du dir das siehst, da kannst du Luftschicht benutzen, um Adam von Leichen zu ernten. Ich weiß, das fühlt sich seltsam an, Vater, aber du kannst jetzt durch ihre Augen sehen und ihr sagen, wohin sie gehen soll. So habe ich dich zurückgeholt, ohne dass Mutter etwas gemerkt hat. So, jetzt musst du erstmal hier raus. Okay. Okay. Entkomme der Arrestzelle. Hat sie vor dem wirklich mal so ausgedrückt, oder ist einfach nur aktiv ihre Einbildung? Also, von Mutters Büro aus kann man diese Kammern entriegeln, in denen sie uns festhält. Finde einen Weg, um da reinzukommen. Okay. Ich meine, so sieht's ja echt hübsch aus. Dann gehen wir mal hier rein. So eine abgespacede Sache hier. Ach, aber das Blut sehe ich trotzdem. Da sollte irgendwo ein Hebel sein. Als Rosenblätter. Zieh ihn, dann werden unsere Zellen entriegelt. Wird doch nicht einfach sein. Augustus Sinclair wurde in dieser Einrichtung gesehen. Er wird versuchen, zu Subject Delta zu gelangen. Alle familiären Pflichten sind ausgesetzt, bis er gefunden ist. Was Mutter mit mir gemacht hat, hat mich sehr geschwächt. Sonst würde ich diesen Teil selbst übernehmen.
Aber um dein Leben zu retten, muss ich mich umziehen. Um endlich auch so stark zu sein wie du. Von hier solltest du die Teile eines Big Sister Anzugs finden können. Bitte, bring sie mir. Oh, sie wird zu einer Big Sister werden. Okay. Je näher Delta kommt, desto mehr verändert sich Eleanor. Im Schlaf murmelt sie etwas, das sie Stationen seines Aufenthalts hier miterlebt hätte. Sie beginnt sich der moralischen Konditionierung zu widersetzen. Eleanors Bindung an Delta verwandelt die Tochter des Volkes zurück in ein rebellisches Kind, dessen Stimme ich nicht erkenne. Schlimmer noch, ich habe den Verdacht, Eleanor hat etwas mit Deltas Rückkehr zu tun. Ich fürchte, um sie zu trennen, muss ich Maßnahmen ergreifen, die ich mir selbst nicht verzeihen kann. Oh, süßes Plüschi. Okay. Hier ist ein Teil des Anzugs, Vater. Bitte finde die restlichen und bring sie mir. Oh, diese Flashbacks sind heftig. Zehn Jahre, Vater. Gefangen in diesem Fiebertraum. Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt, um meinen Geist mit Adam zu perfektionieren. Für sie ist das ideale Kind ein Genie, das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient. Davor hast du mich bewahrt. Ich weiß gerade wirklich nicht, was ich sagen soll. Die anderen Sisters sind aus mir geschaffen, Vater. Teilweise. Wenn sie in Rapture aufwachsen, empfinde ich alles mit ihnen. Als du bei den Kleinen warst, haben sie dir wie einen Vater vertraut. Wegen mir. Ich möchte hier ganz schnell wieder weg. Auch wenn es echt schön aussieht, ich finde es irgendwie gruselig. Also fernab jeder Realität hier. In einem hatte Mutter recht. Ich habe dich beobachtet, Vater. Ich habe mir angesehen, wie du andere behandelt hast. Und jetzt weiß ich, wer ich bin. Oh shit, also das hat Konsequenzen gehabt. Das war da vielleicht nicht so gut, was ich mit den anderen Little Sisters gemacht habe. Ich überlebe, koste es, was es wolle. Genau wie du. Meine neuen Sisters haben dir vertraut. Aber du hast dir genommen, was du brauchtest und hast sie dann weggeworfen. Und ich habe jedes Mal gespürt. Es war nichts Persönliches. Es war eben das Gesetz der Natur. Du verstehst es ein bisschen falsch. So, bitteschön. Und so ist das, was ich jetzt tun werde. Sie bringt mich um. Natürlich. Boah, das ist viel besser. So, jetzt. Aber sie sieht schon irgendwie schick Diese aus. Diese Anzüge haben mich immer an dich erinnert, Vater. Die Haut eines geborenen Kämpfers. Und jetzt bin ich bereit, an deiner Seite zu kämpfen. Mutter hat keine Chance. Ich bräuchte die Munition. Nimm dieses Plasmid. Damit kannst du mich in einem Kampf an deine Seite rufen. Das ist es, bitte so deine Tochter mit zur Arbeit nehmen, ruft Eleanor in ihrer Big Sister Form, damit sie im Kampf zur Seite steht. Oh ja, auf jeden Fall. Ah, okay. Das ist immer noch nicht das Ende. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt bei 45 Minuten. An der Stelle mache ich erstmal Schluss.
Aber ich denke mal, allzu viel kommt nicht mehr. Und ich bereue es ein bisschen, dass ich das mit den Little Sisters gemacht habe. Aber andererseits, ich habe den Boost braucht. Aber ich habe mir schon gedacht, dass das dann eventuell einen schlechten Impact hat. Gut, also, bis dann. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Tschüss.